Wir melden uns erneut vom ersten Finaltag der Concord Million hier aus dem Concord Card Casino in Simmering. Aktuell sind von 223 Startern nur noch 140 übrig. Es ist schon ein bisschen was passiert. Die Auszahlungsstufen sind noch recht moderat. Von daher gibt es nicht so viel, was wir da berichten können. Aber wir kommen nochmal zu einem interessanten Thema, nämlich der Möglichkeit der Mehrfachqualifikation. Und es hat auch dieses Jahr wieder eine Person geschafft, sich mehrfach zu qualifizieren. Insgesamt haben es 11 geschafft, aber einer hat es geschafft, sich dreimal zu qualifizieren. Das war der Heinz Edi und dadurch hat er insgesamt 9.500 Euro verdient, wo der Min-Cash von dem Turnier schon inkludiert ist. Und somit hat er in der Concord Million mehr verdient als der 11-Platzierte des Turniers. Lohnt sich also durchaus, die Starttage öfter zu spielen. So viel zu dem Thema. Wir haben uns einen Interviewpartner gesucht und er wartet da drüben auf uns. Da gehen wir direkt mal hin. In der Turnierpause haben wir uns einen Interviewpartner geschnappt und das ist jetzt der Christian. Ich grüße dich. Gestern am ersten Tag sah es die ganze Zeit bei dir irgendwie short aus. Wir hatten schon mal kurz überlegt, ob wir ein kleines Interview mit dir machen, aber da wolltest du lieber deine Ruhe haben. Heute bist du auch relativ short gestartet. Mittlerweile stehen Chips bei dir. Was ist passiert? Der Tag läuft ganz gut, oder? Ja, hallo erstmal. Der Tag ist eigentlich absolut top. Ich fühle mich extrem gut. Also das Flair, es passt, es stimmt, die Entscheidungen sind am Punkt. Also ich fühle mich echt wohl heute. Okay, super Tisch erwischt auch. Es passt einfach alles sehr gut. Also es ist eine gute Position am Tisch. Ich habe den Retzer hinter mir. Wir haben gegenseitig voneinander Respekt, das spürt man. Und das ist gut. Also der Tisch ist für mich ist bis jetzt sehr gut gelaufen. Braucht man nur sagen, ich habe mit 155k gestartet. Und jetzt drauf auf 1,66. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Auf jeden Fall mal eine ganz lockere Verzehnfahrung, wenn du mich fragst. Für 6 Level, das ist schon in Ordnung, oder? Struktur relativ deep. Passiert viel Käse an deinem Tisch irgendwie oder ist alles weitestgehend normal? Ja, natürlich gibt es einige Sackouts. Ich drei Bette mal die Zehner am Button. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, called. Und dann war offensichtlich eine sehr starke Hand, der seufzt, holt tief Luft und pusht halt mit knapp 800k All-In. Das 3X von mir war auf 81, ich folde mit die 10er, dahinter Big Blind called halt mit den Achtern und Könige gegen Achter, natürlich der Achter, Achter der Lachter. Ja, es waren sehr gute Folds von mir dabei, ich bin wirklich sehr zufrieden. Na Weltklasse, dann würde ich sagen, genieß mal noch deine Pause, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, mach was draus und möge das gute Gefühl dich durch den Tag tragen. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Dankeschön. Danke fürs Interview. I've heard from many players at the table. Can I just sum up? Consensus from the players at the table is that he thought it was a call and he opened on it. Während es am Tisch von Christian Leichtfried relativ entspannt zuzugehen scheint, befinden wir uns hier mitten in einem Streitgespräch. Folgendes ist passiert. Ein Spieler setzt am River, Dan Simonescu raised jetzt groß und der Gegner, der gesetzt hat, öffnet jetzt die Karten, ohne zu callen. Interessant, was wird entschieden? Fold, Call, was darf der Spieler machen, was geht ab? Dan Simonescu war am Bluffen, möchte natürlich in den Fold sehen. Der Spieler, der gesetzt hat, hält ein Set, würde jetzt natürlich gerne den Pot haben. Die gesamte Situation dauerte etwa 10 Minuten, bis eine Lösung gefunden wurde. Und ich denke, Johnny hat eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir schauen noch mal ein bisschen rein. This is the winner. This is the bet you call. This is, in my opinion, the fairest decision in the spirit of the rules. I'm happy to discuss it afterwards with you. That is the decision now.